Montana Black hat zwei neue Gönnergies für euch. Einmal in der Sorte Pflaume-Zimt-Geschmack und einmal in der Nicht-Wintersorte Tropical Guave. Wir nehmen beide mit und probieren sie aus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr es schon gesehen. Wir testen Gönnergy in der Winter- und No-Winter-Edition von Montana Black. Ja, zwei neue Sorten sind aufgetaucht. Jetzt Ende Oktober 2024. Ich habe sie heute am, was haben wir denn heute, 29. Oder ist heute der 30. schon? Ne, der 30. ist heute schon. Am 30.10. bei Rewe bekommen. Sie gibt es aber wo an Anfang dieser Woche in den ersten Rewe-Märkten. Und ich glaube, nächste Woche Donnerstag, auch bei Kaufland, wie in der Werbung, wie immer. Kaufland ist aber ein bisschen spät immer dran, also immer eine Woche später. Rewe ist immer ein bisschen schneller. Ja, zwei neue Wintersorten für euch, oder besser gesagt eine Wintersorte, eine Nicht-Wintersorte. Montana legt also nach. Und das einmal in der Winteredition Pflaume-Zimt-Geschmack. Lässt immer schon darauf deuten, es ist gar keine Pflaume und Zimt drin, es ist wieder nur Aroma. Obwohl ich es bei Zimt immer schade finde, das kann man gut in so ein Getränk reinmachen. Und es gibt einmal die No-Winteredition, das steht auch hier so drauf. In tropischem Guavengeschmack. Ja, beide wieder 500 ml, 1,49 Euro kostet die Dose. Das ist natürlich für die Größe immer okay. Plus 25 Cent Pfand. Und ich bin gespannt, ob die jetzt wirklich was können. Und das werden wir jetzt herausfinden. Wir gucken uns Zutaten, Nährwerte natürlich an. Was ist drin? Es gibt auch wieder irgendein Gewinnspiel, wenn ihr da teilnehmen wollt. Da ist so ein QR-Code, den kann man einscannen. Und ich weiß gar nicht, ist es wieder so diese First Edition? Nee, ne? Steht dieses Mal nicht drauf. Da gab es auch, sonst steht da immer drauf, erste Edition mit so einer Unterschrift für Sammler. Ich weiß aber nicht, wer die Dosen sammelt. Okay, ich sammle oben auch ein paar Sachen, aber so Getränkedosen, die ich ganzjährig kaufen kann, naja, bin ich immer ein bisschen anders. Naja, was bekommen wir? Wir gucken drauf. Pflaume-Zimt ist ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflaume-Zimt-Geschmack und Süßungsmitteln. Das war zu erwarten. Die Produkte sind wieder Zero. Und sie haben einen erhöhten Koffeingehalt und deshalb für schwangere, stillende Frauen und Kinder nicht empfohlen. 32 Milligramm auf 100 Milliliter gesehen. Das Getränk sollte wegen erhöhten Koffeingehalts nur in begrenzten Mengen konsumiert werden. Finde ich gut, dass es draufsteht, machen aber die wenigsten. Die hauen sich trotzdem davon zwei, drei Dosen am Tag weg. Dann Zutaten ist Wasser, Kohlendioxid, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel ist wieder Zitronensäure. Das war ja bei den anderen Sorten, die jetzt den neuen Hersteller haben, da gehört natürlich auch. Mit der Zitronensäure kriegen sie ganz gut das, den Süßstoff überdeckt. Schwarzes Karottensaftkonzentrat, Süßungsmittel ist Sucralose, Aclosulfam K, Zimtrindenextrakt ist drin. Okay, also ein bisschen, aber halt auch das Aroma. Dann kommt Koffein, Taurin kommt auch. Da hatte ich gestern auch eine Reportage zugesehen, wusste ich, war mir gar nicht bewusst. Ich dachte immer, Taurin hat einen Koffeineffekt. Nee, Taurin hat einfach nur einen positiven Effekt für den Körper. Aber diesen Wachmacheffekt, den hat nur das Koffein. Das Taurin hat überhaupt keinen Effekt. Ein bisschen Vitamine sind drin. Das ist ja immer so ein bisschen, ja, ein bisschen Vitamine rein, damit es schöner klingt und besser klingt. Würde auch ohne Vitamine genauso gehen. Kannst du auch ein bisschen Gemüse am Tag essen und Obst, dann hast du auch deine Vitamine. Ginkgo-Extrakt, Panax, Ginseng, Wurzelextrakt, Grüntee-Extrakt, ein bisschen Säurungsgeneratoren und Farbstoff Brillant Blau. Der steht immer ein bisschen in der Kritik, den soll man nicht so viel zu uns nehmen, der steht nämlich in der Kritik, die Niere zu schädigen. Das Koffein kommt aus der grünen Kaffeebohne, hergestellt wird es in Österreich und wir haben dann 3 Kalorien auf 100 Milliliter gesehen und kein Zucker und die restlichen Nährwerte seht ihr. Bei Guave schaut es dann so aus, hier haben wir dann ein koffeinhaltiges Erfrischungsdrink mit Guavengeschmack und Süßungsmitteln, sonst ist wieder alles gleich. Das können wir jetzt einmal kurz überfliegen. Da wird sich nicht viel tun, da wird nur ein anderes Aroma drin sein und vielleicht ein anderer Farbstoff. Oder gar kein Farbstoff. Hat dann auch 2 Kalorien auf 100 Milliliter gesehen. Das Ding hat also eine Kalorie mehr, aber alles ganz minimal. Ja, das sind sie. Ich hole die jetzt mal aus dem Vierer raus, da habe ich sie nämlich reingelegt, die guten. Und dann bin ich mal gespannt, wie die jetzt schön eisgekühlt ausschauen und schmecken. Also probieren wir sie jetzt mal. Eiskalt, Außengefrierer, die waren jetzt da gut eine Stunde drin, sind also wirklich schön kalt. Sonst bringt das nichts, wenn du die halt so warm hast. Ne? Also eine warme Dose brauchst du nicht trinken. Also ich frage mich, wer warmen Energy trinkt. Das ist wie warmer Softdrink, das geht einfach nicht. Naja, wir gucken mal, wir fangen mit Pflaume-Zimt an. Kommt aber gut durch, muss ich sagen. Also hat so einen leichten Rumtopf-Charakter. Ich zeige es euch einmal farblich. Ah, da sieht man, da ist jetzt dieser Karottensaft mit dem Brillantblau gemischt, um diesen lila Ton hinzubekommen. Hat aber so einen Rumtopf-Charakter, also wie Red Bull das auch schon mal hatte. Die hatten ja schon mal so eine Zimt-Variante mit Pflaume. Das ist jetzt ja nichts Unbekanntes. Man hat sich also wieder ein bisschen inspirieren lassen. Ist ja nicht schlimm. Ich probiere einmal.
warte gerade, ob ein bisschen noch Süßstoff nachkommt, aber ganz minimal. Man merkt wieder, die Zitronensäure arbeitet hart gegen den Süßstoff gegen. Also man merkt es, wie sich auf der Zunge die Zitronensäure so über die Zunge legt und den Süßstoff wegzudrängen. Ich habe so eine ganz leichte Herbe an den Seiten von der Zunge. Also wenn das die Zunge ist, habe ich hier jeweils an den Seiten eine leichte Herbe. Das kommt vom Süßstoff. Aber sonst geschmacklich gut, muss man sagen. Also der Zimt kommt gut durch, die Pflaume kommt gut durch, auch wenn es nur Aroma ist. Sie hat einen guten Wintertaste. Das ist wirklich schöner Pflaume-Zimt-Geschmack. Ich finde es immer erstaunlich, was man halt mit Süßstoff hinbekommt. Also, dass man das so umgesetzt bekommt bei Süßstoff, dass es genau diesen Taste hat, bei Süßstoff, bei Aroma, wie ob es ein echtes Produkt ist. Ich fände es mit ein bisschen Pflaumensaft und noch mehr richtigen Zimt natürlich noch geiler. Aber für mich eine der besten Gönnergy-Sorten, die wir bisher haben. Für mich. Wir haben ja alle jetzt durchprobiert und diese ersten mit Cheesecake und diesen ganzen Kram, das fand ich überhaupt nicht geil. Auch die letzten fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber das ist für mich bisher wirklich eine der besten Sorten, weil es ja dieses Winterthema gut aufgreift. Es ist pflaumisch, zimtig. Ich würde ihr wirklich 4 von 5 geben, das ist völlig okay. Also Preis ist okay, wie gesagt, Zutaten. Ich finde es geil mit Saft, also so wie Effekt das macht. Effekt arbeitet ja mehr mit Saft, das finde ich immer noch ein bisschen schöner. Ich trinke aber selten Energy, das wisst ihr ja. Also wenn ich mal Energy trinke, dann war es jetzt immer bisher nur Bio-Energy. Was? Nee, Bio, pur Bio. Pur Bio-Energy? Ich weiß nicht, da muss ich wieder aufpassen. Ich trinke das ja so selten. Die Dosen stehen unten. Ich habe die letzten von der Süßwarenmesse, da habe ich irgendwie 5 Stück mitbekommen, 3 sind noch da. Also ich trinke das wirklich so selten. Es steht unten, der mit Gurke, Limette, der schmeckt mir, ist aber auch Gurke und Limette drin. Gucken wir jetzt mal, was der hier kann. Die arbeiten dann nicht mit Aroma, das ist halt das Besondere. Ich sollte aber einmal ganz kurz mit Wasser zwischenspülen. So, das ist jetzt Tropical Guave. Ja, das hat wieder diesen, das hat diesen leicht vergorenen Touch, den man bei Guave erwischen kann. Das ist dann also ein pinkes Getränk. Guave ist ja auch ein bisschen pink, aber der Guavensaft glaube ich selber nicht. Ja, nee, das ist nicht meins. Sehr herb. Und süß zugleich. Und jetzt kommt diese Süßstoffnote hinten drauf auf die Zunge. Die hier, hier ist weniger Zitronensäure, denke ich mal, drin, damit das mit der Guave nicht gegenknallt. Weil Zitrone und Guave passt nicht. Und ihr schmeckt sofort jetzt den Süßstoff viel, viel kräftiger durch. Also das ist überhaupt nicht meine Sorte. Also du hast im ersten Moment den Guavengeschmack. Der geht jetzt weg. Jetzt wird es auf einmal ganz leicht herb auf der Zunge. Und jetzt hast du so einen, ich habe jetzt so einen leichten Süßstoffgeschmack einfach im Mund. Wer öfter Süßstoff trinkt, wird es nicht haben. Der wird sagen, oh, schmeckt nach Guave und prickelt schön. Für mich persönlich ist es nichts. Also für Nicht-Süßstofftrinker großartig ist die Sorte nichts. Da finde ich wirklich, Pflaumen sind bei Weitem stärker. Der Sorte würde ich für meine Verhältnisse nur so 2,5 von 5 geben. Wie gesagt, weil diese Süßstoffnote hier schon präsent ist. Ah, das sind sie, die beiden. Das sind die beiden Gönnergy-Sorten. Ja. Also Pflaume Zimt, wenn dann sie in die Richtung sich weiterentwickelt, fände ich es geil. Wie gesagt, wenn sie mit richtigem Saft arbeiten würden und wenn da halt ein bisschen Zucker drin ist, ist doch nicht schlimm am Ende, finde ich. Also wenn da am Ende 3 Gramm Zucker auf 100 Milliliter drin sind, ist, stirbt auch keiner von. Aber wenn wenigstens ein bisschen das echte Produkt mit drin war, dass wir diesen Geschmack von echten Produkten nicht verlieren in unseren Getränken und Lebensmitteln, das wäre mir persönlich wichtiger, wenn man sowas macht. Dann ist das auf jeden Fall okay. Und ich würde es, glaube ich, wirklich gut finden, wenn sie kleinere Dosen anbieten würden. Ich finde einen halben Liter echt viel, gerade weil sie ja draufschreiben, wir sollen darauf achten, dass wir nicht zu viel davon zu uns nehmen, also dass es begrenzte Mengen konsumiert werden sollen. Und dann gibt es halt nur halbe Liter Dosen. Ich weiß, viele von euch trinken das Ding am Tag und da trinken die morgens ein, mittags ein, abends nochmal ein und dann haut ihr euch da 1,5 Liter weg. Mir wird auch eine kleine Dose reichen, so eine 330er reicht mir auch. Also ist für mich völlig ausreichend. Für mich ist wirklich so eine halbe Liter schon fast zu viel. Aber das ist immer Geschmackssache. Was meint ihr? Wie gefallen euch die neuen Dosen? Wie sind die Geschmacksrichtungen? Würdet ihr kleinere Dosen haben wollen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.